Herr Müller-Mielitz, welche Rolle spielt Wirtschaftlichkeit im Bereich E-Health heutzutage? Es ist eine große Bedeutung und die wird aber nicht wahrgenommen und sie kann nicht wahrgenommen werden. Das ist ein methodisches Problem, was wir haben, da wir in dem Workshop, den wir heute auf der GMDS-Tagung durchgeführt haben, festgestellt haben, dass wir verschiedene Sichten haben, die technische Sicht, die ökonomische Sicht, wir haben die medizinische Sicht natürlich und all diese Sichten haben natürlich auf E-Health eine bestimmte Sichtweise logischerweise, die wir aber jetzt erst noch zusammenführen müssen. Das Ergebnis des Workshops war, hier diese Zusammenführung zu schaffen. Wir haben da erste Arbeitsergebnisse erarbeitet, ein Papier, ein 14-Punkte-Programm, was wir jetzt demnächst auch in der GMDS dann vorstellen werden. In der Zeitschrift und das ist dann sicherlich ein Ansatzpunkt hier, auch die ökonomische Evaluierung und das Thema E-Health und Ökonomie voranzubringen. Für welche Stakeholder, welche Akteure dort draußen ist denn Wirtschaftlichkeit relevant? Das geht, nehme ich an, von den Anbietern bis zu den Hochschulen, die forschen? Das ist genau der Punkt. Sie müssen das Thema E-Health erstmal runterbrechen. Auch hier haben wir Vorschläge aus Bielefeld von Florian Leppert gehört, wie wir E-Health systematisieren können. Er hat also hier eine Systematik erarbeitet, die wir diskutiert haben. Und dann sind Sie ganz genau bei diesen Anwendern. Das sind also einmal die Patienten selber, die wir immer leider vergessen. Das ist aber das Wichtigste. Wir haben dann natürlich die Ärzte, die mit den Patienten arbeiten. Und wir sind dann bei den entsprechenden IT-Herstellern, die entsprechende Angebote machen müssen. Und die sind eigentlich in der Pflicht, den Nutzen, den ökonomischen Nutzen auch darzustellen. Und da haben sie natürlich dieses methodische Problem, dass jeder im Moment seine ökonomische Evaluierung macht, wie er möchte. Und hier eine Systematik in den Ring zu werfen und in die Diskussion, das haben wir auf dem Workshop geschafft. Diese Wirtschaftlichkeitsaspekte spielen auch eine Rolle im Hinblick auf die Geschäftsmodelle. Auch da ist die Situation ja noch recht karg, wenn ich das mal so nennen darf. Wie ist es bei den Geschäftsmodellen? Wer ist denn im Markt unterwegs, der zum Beispiel für die Implementierung von E-Health-Technologie bezahlen wird? Sind das die Krankenkassen? Ja, wenn Sie ein Geschäftsmodell entwickeln, dann müssen Sie sich natürlich erstmal überlegen, wer bezahlt für welche Leistung. Sie müssen erstmal Ihre Leistung definieren und Sie müssen dann wissen, wie teuer Sie diese Leistung herstellen. Das ist also der Anwender bzw. der Hersteller in der Verpflichtung. Der muss sich die entsprechenden Nutzergruppen suchen und die müssen natürlich ein originäres Interesse haben, dafür Geld zu bezahlen. Das ist die Aufgabe der Geschäftsmodellentwicklung oder des Geschäftsmodells. Und hier haben wir natürlich im Bereich der Gesundheitsversorgung, also dem sogenannten ersten Gesundheitsmarkt relativ große Probleme, weil wir dann in der Diskussion mit den gesetzlichen Krankenkassen sind, die im Prinzip das Portemonnaie aufmachen. Im Bereich des Gesundheitswirtschaftsbereiches 2, zweiter Gesundheitswirtschaftsmarkt, haben wir das nicht, weil wir da den einzelnen Bürger haben, den einzelnen Patienten, der aufgrund möglicher Nutzen, die er selber sieht, das eigene Portemonnaie öffnet. Und diese Diskrepanz zwischen dem ersten Gesundheitsmarkt und zweiten Gesundheitsmarkt schaffen wir langsam hinweg zu diskutieren, weil wir eben auf dem zweiten Gesundheitsmarkt diese Geschäftsmodelle, diese Nutzen jetzt langsam generieren. Stichwort Mobile Health und so weiter und so fort. Aber im zweiten Gesundheitsmarkt könnten doch auch die Krankenkassen als Akteure auftreten. Sie haben bisher nur die Leistungserbringer genannt und die Patienten selbst, die Betroffenen. Ja, aber der zweite Gesundheitsmarkt ist ja per Definition nicht für die gesetzlichen Krankenkassen da. Dafür haben wir den ersten Gesundheitsmarkt, der also gesetzlich finanziert ist und wo im Prinzip die Leistungen erbracht werden, die von Krankenhäusern, Ärzten, medizinischen Versorgungszentren und den Ärzten vor Ort erbracht werden, die dann durch die gesetzliche Krankenkasse oder die private bezahlt werden. Das ist der erste Gesundheitsmarkt. Das sind also vor allem die gesetzlichen Krankenkassen, die meines Erachtens viel zu sehr sich hinter Paragraphen verstecken. Es sind aber auch die Krankenhäuser, die aktiv ihre Rolle als Gesundheitsvorsorge auch sehen müssen. Es sind die Ärzte, die mehr in die Rolle der Präventionsbereiche hineingehen müssen, die also hier dem Patienten aktive Unterstützung geben. Stichwort Case Management, dass also Termine wahrgenommen werden, die organisiert werden. Also all diese ganzen Probleme, mit denen sich jeder im täglichen Leben herumplagt, wenn er Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen will. Terminmanagement ist klar meines Erachtens eines der wichtigsten Punkte. Und wo sehen Sie die Rolle von Standards im Hinblick auf zum Beispiel Mobile Health-mäßig ermittelte Gesundheitsdaten, die dann aber ausgetauscht werden müssen, die den Leistungserbringern vermittelt werden müssen? Gibt es da Standardisierungsthemen zum Beispiel? Das sehe ich so nicht. Das ist also noch ein sehr weißes Feld, wo sich auch hier auf der GMDS die Akteure erst seit ein paar Jahren mit beschäftigen, also sicherlich auf Forschungsebene, aber dass wir hier einen Nutzen von
selber generierten, durch den Patienten generierten Daten sehen werden. Aufgrund der Messproblematik sehe ich ehrlich gesagt nicht im Moment. Wir müssen uns da langsam hinbewegen, dass diese Daten dann auch nutzbar sind für die Forschung, für die Versorgung. Aber das ist noch ein weiter Weg.